Von Anfang an war es die Idee, Einsteiger, Boulder-Enthusiasten, aber auch wirkliche Pros zusammenzubringen, sie ganzjährig vor Herausforderungen zu stellen, im Sinne einer Liga wirklich Woche für Woche oder Monat für Monat in Spieltagen zu challengen und dann eben in der Meisterschaft zu gucken, wer ist der Beste in der ganzen Republik. Es geht hier in Jena los. Wir sind in Köln im Schimpansodrom, wir sind in Hamburg, in Ingolstadt, in Nürnberg. Es geht darum, je Spieltag möglichst viele Boulder zu toppen. Für die Athletinnen gibt es 15 Boulder-Probleme je Spieltag. Und so sammelt man Punkte über die ganze Saison, um am Ende hoffentlich in der Meisterschaft ganz vorne dabei zu sein. In der Boulder-Bundesliga gibt es die erste Liga. Das sind so Schwierigkeitsgrade bis 7C, 8A. Die zweite Liga, da befinden wir uns so im Bereich bis 7A. Und eben die dritte Liga, da geht es so bis 6A, wirklich für den Einsteiger gedacht. Ein Spieltag ist nicht ein Tageswettkampf, sondern ein Spieltag startet und man hat 6 Wochen Zeit, die Boulder-Projekte zu projektieren. Wir verfahren hier so ein bisschen nach der Ethik des Boulder- oder Klettersports, also by fair means. Während der Saison oder unter der Saison tragen die Athleten ihre Ergebnisse selber ein, schießen sich selber, müssen also gucken, nehme ich die Startposition korrekt ein, habe ich das top gehalten. Zum großen Finale gibt es dann allerdings Schiedsrichter. Wir haben da ein ganz eigenes System in der Liga entwickelt. Es gibt 0,3 Punkte für die Zone, 1 Punkt für das Top. Und jetzt könnte man also sagen, bei 15 Bouldern kann ich 15 Punkte je Spieltag erreichen. Ganz so ist es nicht. Wir wollen, dass die schweren Routen auch mehr Punkte bekommen. Das heißt, wir haben ein dynamisches System entwickelt. Der Boulder, je nach Anzahl der Begehungen während des Spieltags, bringt noch eine Gewichtung mit rein, einen Multiplikator. Jeder Boulder hat einen Multiplikator, der liegt zwischen 1 und 2. Einfach gesagt, wenn alle den Boulder toppen, ist der Multiplikator 1. Wenn keiner den Boulder toppt, ist er 2. Wenn etwa die Hälfte der Athleten hochkommt, bringt der Boulder 1,5 Punkte. Ich habe also ein Top, ein Punkt, mal die Gewichtung 1,7, weil nur 30% der Athleten hochgekommen sind. Das ist meine Punktzahl. Eine Besonderheit ist der Spezialboulder. Jede Liga hat einen Boulder, der die doppelte Punktzahl bringt. Der ist auch am Startschild markiert. Das ist so ein bisschen die Challenge. Das ist meistens ein sehr, sehr schöner Boulder. Vielleicht auch eher ein schwieriger Boulder in deiner Liga. Das heißt, hier ist es schon viel wert, auch die Zone zu erreichen. Zählt immerhin doppelt. Und das führt auch immer dazu, dass der Boulder ganz oft auch geteilt wird. Die Leute sind wirklich stolz, wenn sie so einen schwierigen Boulder knacken. Grundsätzlich darf erstmal jeder bei seinem ersten Start starten, wo er will. Und am Ende der Saison gibt es eine Aufstiegsregelung. Wenn ich quasi mehr als 95% der Boulder getoppt habe, muss ich eine Liga hoch. Wenn ich in der höheren Liga eine gewisse Prozentzahl an Bouldern getoppt habe, darf ich auch nicht im nächsten Jahr eine Liga weiter unten bouldern. Wir können natürlich nicht verhindern, dass starke Leute in ihrem ersten Jahr, in ihrem Premierenjahr in der Liga vielleicht sich zu niedrig einstufen. Und insofern ist mein Ratschlag immer an die AthletInnen, sich Herausforderungen zu suchen, hier wirklich auch das Projektieren anzunehmen. Und bei 15 Bouldern findet man immer was. Es ist nicht so, dass es 15 schwere Boulder sind. Das ist eine Verteilung auch innerhalb einer Liga von leichten Bouldern, mittelschweren und dann auch schweren, wo man wirklich an seine Grenzen kommt. Zum letzten Spieltag, da laden wir die 100 besten Athleten je Liga ein. Der Showdown, der auch nochmal besonders viele Punkte bringt. In der Quali dort sammelt man nochmal die letzten Punkte, die in die Meisterschaft eingehen. Und die besten 6 AthletInnen machen dann das Superfinale aus, küren also wirklich den Meister in der Techniker-Boulder-Bundesliga am Ende der Saison. Die Registrierung in der Techniker-Boulder-Bundesliga ist relativ einfach. Du gehst bei uns aufs Webportal, legst dir einen Account an, lädst dein Profilbild hoch, vielleicht hinterlegst du auch noch deinen Ape-Index, dein Alter und deine Social-Media-Profile. Und dann geht's schon los, du kannst Ergebnisse eintragen von Spieltag zu Spieltag. Das Coole, und das ist schon immer so gewesen, wird auch so bleiben, die Teilnahme an der Techniker-Boulder-Bundesliga ist kostenlos. Es wird keine Startgebühr geben. Das heißt für dich, reise durch die Republik, lern neue Freunde kennen. Es sind wirklich tolle Boulderhallen und diese Abwechslung auch an Griffsets, an Wandshapes, die macht es auch einfach aus.
In der Liga gibt es natürlich von Spieltag zu Spieltag abwechslungsreiche Herausforderungen. Der Routenbau ist immer eine Mischung aus den lokalen Routenbauteams der austragenden oder der gastgebenden Boulderhallen. Aber auch ganz oft werden dann eben Gastschrauber eingeladen. Die ganzen Boulder, alle Routenbauer, alle Events, aber auch die AthletInnen laufen bei uns auf dem Ligaportal zusammen, boulder-bundesliga.de. Da finde ich alles rund um die Liga. Also angefangen von den Austragungsorten, der Registrierung für die Liga bis hin zu den Tabellen der Spieltage und der Meisterschaftstabelle. Ja, da finde ich auch jeden Boulder, sehe die Begehung, kann mir die Beta-Videos einzelner Routen anschauen. Und das ist es auch, was die Liga ausmacht. Ja, Athleten kommen aus ganz Deutschland zusammen. Hier werden neue Freundschaften geknüpft, man trifft sich. Und man projektiert gemeinsam. Es geht nicht darum, den Boulder jetzt zwangsläufig im ersten, zweiten Versuch oder nach 4 Minuten geschafft zu haben, sondern bei uns hat man 6 Wochen Zeit, ja, sich auch stetig zu verbessern. Vielleicht hat man im ersten Versuch nur die Zone und eine Woche später schafft man dann doch irgendwie den Top. Die Liga lebt natürlich vor allem durch die Athleten. Über 5000 Athleten haben schon teilgenommen. Dann natürlich durch zahlreiche fabelhafte Boulderhallen. Wir reisen wirklich durch die Republik, haben jedes Jahr neue Austragungsorte, aber dann eben auch von den Partnern. Ich denke da an Mammut, Partner der ersten Stunde, Cliff Bar, die Techniker Krankenkasse, die größte Krankenkasse Deutschlands ist seit diesem Jahr Titelpartner. Und das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung des Bouldersports. Er wird immer populärer, schafft so ein bisschen raus aus der Nische, wird zum Breitensport. Zum Spieltag in der Techniker Boulder Bundesliga schnappst du dir deine Scorecard. Da findest du in deiner Liga deine 15 Boulder-Probleme. Die sind auch an den Wänden in der Halle zu finden. Du findest also jeden Boulder wirklich beschildert mit dem Startschild, wo nochmal steht, für welche Liga der ist, der Name des Boulders. Die Startgriffe sind markiert und dann heißt es für dich, schaffst du den Flash, schaffst du den Top, holst du dir die Zone. Also das an 15 Bouldern, das ist deine Challenge. Am Ende des Spieltags trägst du deine Ergebnisse ein und schaust, wie du abgeschnitten hast.